Es geht um konsequente Erziehung. Es ist nicht nur körperliche Bestrafung und nicht in erster Linie körperliche Bestrafung. Was die Texte kommunizieren wollen, ist seid konsequent. Außerhalb der Sprüche wird die körperliche Bestrafung von Kindern weder gefordert noch positiv bewertet. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Die Bibel erklärt. Heute mit einem sehr interessanten Thema, körperliche Bestrafung in der Erziehung. Darf ich mein Kind körperlich züchtigen? Ich bin Rainer Siemens, Dozent für verschiedene theologische Fächer hier am Bibelseminar Semter. Mit mir ist Delmar Wiebe, Direktor der Institution und Dozent für Neues Testament. Und er wird uns helfen, heute dieses Thema zu verstehen. Ich möchte einleitend ein paar Dinge sagen. Es heißt ja, oder die Antwort scheint ja zumindest biblisch glasklar zu sein. Sprüche 13, 24, da heißt es, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und ich nehme an, in deinem Fall war es so wie in meinem Fall, als wir kleiner waren, dann wurden wir öfters körperlich gezüchtigt. Delmar, wie gehen wir heute mit diesem Thema um? Vor allem, weil ja die körperliche Züchtigung schon in vielen Ländern verboten ist. Wie gehen wir damit um, wenn Staaten das verbieten? Aber dann sind ja da noch ganz andere praktische Konsequenzen, denn von den verschiedenen Sozialämtern und Schulen hören wir ja auch immer wieder, dass die körperliche Züchtigung so weit getrieben wird, dass wir das schon als körperliche Misshandlung sehen müssen. Da Kinder mit blauen Striemen über den Hintern, über die Schenken, über den Rücken in die Schule kommen. So, helf uns, dieses Thema einmal zu durchdenken. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio ZB30. Es ist tatsächlich kein einfaches Thema und es ist tatsächlich auch ein Thema, das ganz viel mit unserer praktischen Realität zu tun hat. Ich bin Vater, du bist Vater, wir beide sind in der Erziehung und ich maße mir auch nicht an, dass ich alle Antworten für alle Altersstufen habe. Ich bin meinen Weg jetzt mit unseren Töchtern gegangen, sie sind 12 und 10 Jahre alt und soweit kann ich dann auch aus der Erfahrung sprechen. Ich habe mich ziemlich mit dem Thema beschäftigt in der letzten Zeit. Du hast es schon angedeutet, bei mir war die körperliche Strafe immer wieder mal da und meistens, und ich glaube wahrscheinlich zu 99% auch verdient. Ja, das würde ich bei mir durchaus auch sagen, das war nicht unberechtigt. Ja, genau. Und wir haben diese zwei Seiten. Auf der einen Seite diesen Text aus Sprüche 13, den du schon gelesen hast, dann auf der anderen Seite die legale Seite. Wir haben diese Exzesse, wo dann Leute wirklich blau geschlagen werden, Kinder blau geschlagen werden. Und auf der anderen Seite, wem hat einen Klaps auf den Hintern schon mal geschadet? So, das ist eine Frage, die diskutiert wird. Die Bibel spricht ganz klar von Belehrung, von Zurechtweisung, aber die Bibel spricht auch von Strafe. Und das wollen wir heute ein wenig miteinander ansehen. Die Frage, die ich eigentlich dahinter habe, ist, ob wir unsere Kinder körperlich strafen müssen, laut Bibel. Also ob die Bibel uns befiehlt, Richtig. Körperlich zu züchtigen. Genau. Und ausgehend von eben so einem Text wie in Sprüche 13, 24, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Okay. Ja. So, ich möchte zuerst ein wenig den Kontext auch aufzeigen mit ein paar Daten. Wie du schon erwähnt hast, ist in sehr vielen Ländern und alle Länder und auch die unter den Vereinten Nationen stehen, da ist körperliche Strafe bei Kindern grundsätzlich untersagt. Das ist auch in Paraguay nicht anders. Also das Gesetz 5659 aus dem Jahr 2016, wo es um den Schutz von Kindern und Teenagern geht, da steht im Artikel 1 folgendes, und ich zitiere, das ist eine freie Übersetzung von mir aus dem Spanischen, körperliche Bestrafung und
und erniedrigende Behandlung von Kindern und Jugendlichen als Form der Korrektur oder Disziplinierung, insbesondere durch, und Achtung, was jetzt kommt, Eltern, Erziehungsberechtigte, Erziehungsberechtigte oder Personen, die für die Erziehung, Betreuung, Anleitung oder Behandlung jeglicher Art verantwortlich sind, sind verboten. Kinder und Jugendliche haben ein besonderes Recht auf Führung, Bildung, Fürsorge und Disziplin durch die Umsetzung positiver Erziehungsrichtlinien. In anderen Worten, körperliche Strafe ist laut Gesetz in Paraguay verboten. Und das bezieht sich sowohl auf private Institutionen oder öffentliche Institutionen, aber auch auf die Heime. Also körperliche Bestrafung, Erziehung ja? Erziehung ja. Körperliche Bestrafung nein? Genau. Eindeutige Richtungslinie des Gesetzesgebers für Paraguay. Genau, genau so ist es. So, dann frage ich mich, okay, wie sieht die Praxis aus? Ich habe da keine Umfrage gefunden aus Paraguay, aber das wird hier sehr wahrscheinlich ähnlich sein wie in der Welt, wo Leute angeben, ungefähr 70% der Eltern geben an, dass sie im letzten Jahr ihr Kind körperlich bestraft haben. Ob zwar, und das ist das Interessante, 80% der Eltern eigentlich grundsätzlich eine gewaltfreie Erziehung anstreben. Also sie würden gerne darauf verzichten, ihr Kind körperlich zu züchtigen, ja, aber fühlen sich dann doch genötigt, das ab und zu mal zu machen. So ist es. Verschiedene Umstände führen dazu. 31% der Eltern gaben an, dass sie das tun, weil sie selbst so erzogen worden sind. 30% tun es, weil sie nervös waren, also mit anderen Worten die Kontrolle verloren haben. Und 37% gaben an, dass sie ihren Kindern dadurch ganz klare Grenzen aufzeigen wollten. Also das war eher dieser letzte Teil, 37%, die das wahrscheinlich bewusst gemacht haben. Die anderen eher aus Überforderung oder weil sie nichts anderes kannten. So, das sind so ein bisschen so weltweite Daten. Genau. Also anekdotisch von meinen persönlichen Beobachtungen in Paraguay würde ich persönlich meinen, dass die Prozentsätze doch höher liegen noch als der weltweite Durchschnitt. Das kann sehr durchaus sein. Wenn wir mal ehrlich sind, die Frage nach der Wirksamkeit. Es war vor nicht allzu langer Zeit, sprach ich mit einem Vater über dieses Thema. Und er sagte, er hatte seinem Sohn dann irgendwann körperliche Strafe angedroht, also es würde ein paar auf den Hintern geben. Und dann hatte der ganz frech gesagt, okay, tu es. Mit anderen Worten, das ist kurz und schmerzlos, also ein bisschen schmerzvoll, aber dann ist vorbei und dann mache ich meine Dinge wieder weiter. Also er hat da gemerkt, diese Art der Strafe bringt gar nichts. Die war nicht mehr angebracht. Also bei gewissen Kindern funktioniert körperliche Züchtigung ohnehin nicht. Genau, und vielleicht ab einem gewissen Alter auch sowieso nicht mehr. So, das ist die eine Seite. Und dann haben wir die Bibel. Da wollte ich dich gerade fragen. Ist nicht ein massiver Kontrast zwischen dem Staat, der Gesellschaft? Also wenn ich mir gegenwärtige pädagogische Konzepte anschaue, dann sollen ja, ist ja anti-autoritär, keine Gewaltanwendung. Und das wird ja auch von den Gesetzgebern dann so in den Gesetzen verankert. Richtig. Und dann gehe ich in die Bibel und habe den Schlag-deinen-Sohn-Befehl. Genau. Ist da nicht ein Kontrast zwischen Gesellschaft und Bibel? Ein ganz massiver, auf den ersten Blick würde ich mal sagen. Und da möchte ich ein klein bisschen unterscheiden, wie einige Leute das Thema Sprüche interpretieren oder das Buch Sprüche mit ihnen auch mit seinen Aussagen, und ich möchte dann eine Alternative dazu aufzeigen. Es ist tatsächlich so, dass ausgehend normalerweise von einem humanistischen Weltbild allgemein Strafe in der Erziehung komplett skeptisch betrachtet wird. Also es ist eine große Abneigung dagegen. Wie du schon richtig beobachtet hast in der Pädagogik auch, man geht eher einen anti-autoritären Weg. Also was wäre ein humanistisches Weltbild? Wo der Mensch im Zentrum steht. Der Mensch als Zentrum des Universums, wo man vom Menschen, also man blendet Gott komplett aus. Also wo das Individuum selbstbestimmt im Zentrum steht. Also Wenn das Kind ein selbstbestimmtes Individuum ist, dann kann ich als Erzieher, sei es jetzt Vater, Mutter, Lehrer, nicht einfach kommen und da dem was aufdrücken. Genau, genau. Und das ist
wo die Mode auch insgesamt in der Pädagogik und auch in unseren Kreisen. Zum einen. Dann auf der anderen Seite, da steht die Sicht einiger konservativer Christen dann, die eindeutig aufrufen zur körperlichen Strafe. Und ich möchte da ein paar Zitate reinwerfen. Man geht davon aus, dass Gott den Eltern die Rute als wichtiges, vielleicht sogar als wichtigstes Erziehungsmittel in die Hand gegeben hat. Okay. Folglich sollten Eltern ihre Kinder mit dem klaren Ziel der körperlichen Schmerzen schlagen. Denn Schmerzen machen die Folgen des Ungehorsams unvergessen. Das sind christliche Erziehungsratgeber. Richtig. Konservative Christen. Wir nennen jetzt hier keine Namen. Nein. Die körperliche Bestrafung sei demnach bis zum jungen Erwachsenenalter absolut notwendig. Das Kind werde dadurch offen, formbar und bereit, die Worte anzunehmen, die zum Leben führen, zu Gott. Denn hast du ein törichtes Kind, ein böses und törichtes Kind, und du willst nicht, dass es so töricht ist, dann schlage es. Basierend auf Sprüche 22, 15. So, da haben wir wirklich einen Kontrast, und da möchte ich die Frage stellen, sagt uns das Buch der Sprüche tatsächlich, dass wir in der Erziehung unsere Kinder schlagen müssen? Und dazu möchte ich einmal auf den geschichtlichen Kontext eingehen und auch auf die Art und Weise, wie das Sprüchebuch funktioniert, ein wenig eingehen, um dann zu einer vorläufigen Antwort zu kommen. Ja, weil das ist komplett wichtig, weil in der biblischen Auslegung ist ja eine der Grundregeln, dass wir bei einer Textart erst wissen müssen, wie sie funktioniert, richtig, um sie angemessen auslegen zu können. Ja. Und jetzt willst du uns erklären, wie funktionieren die Sprüche, genau, als Weisheitsbuch, damit wir die Aussagen des Buches angemessen einordnen können. So ist es. Denn, und das ist wiederum schon von vornherein interessant zu beobachten, die Aussagen zur körperlichen Züchtigung kommen ja fast ausschließlich und in erster Linie aus dem Sprüchebuch und nicht sonst wo in der Bibel. Okay. Fast ausschließlich. Ich komme nachher kurz darauf zurück. Da müssen wir zwei Dinge beachten. Einmal, wie war das im Vorderen Orient zur Zeit, als die Sprüche geschrieben wurden? Wie handhabte man da Erziehung? Und das Zweite, wie funktionierte das Sprüchebuch? Also wie müssen wir das hermeneutisch interpretieren? Das ist das schwierige, komplizierte theologische Wort dafür. Also es geht dir darum, wie war es damals zur Zeit Israels in Ägypten, Mesopotamien und den anderen Völkern? Ja, genau. Und welche Auswirkungen hat das auf die Auslegung des Sprüchebuches? Richtig. Dazu muss man zuerst einmal sagen, dass körperliche Strafe weit verbreitet war. Es war normal. Es war sogar so, dass man mit schwer verletzenden Schlägen arbeitete. Also in Ägypten meistens zwischen 100 und 200 Schläge. In Assyrien meist 100 und in Babylon dann schon weniger 60. Also, und Folter vom Abschneiden von Nasen, Ohren, Lippen, Händen, Brüsten, Genitalien gehörte auch dazu. Also das gehörte zur Kindererziehung. Das gehörte dazu. Und dann übergießen mit heißem Teer. Das war, also wenn wir hier von der Rute lesen und vom Stock, ist vom Kontext her ganz klar die körperliche Strafe gemeint. Das ist gängige Praxis. Also das spiegelt sich, körperliche Strafe spiegelt sich in der Erziehung auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall müssen wir aber dann auch schon feststellen, dass dies eine drastische Reduzierung von körperlicher Strafe ist. Ohne Frage. Ohne Frage. Also die Bibel spricht nicht davon, dass wir unsere Kinder blutig schlagen sollen, dass wir ihnen wieder abschneiden sollen oder sonst was. Das ist absolut richtig. Also und auch in der Erziehung und körperliche Strafe in der Umwelt Israels kann man nicht voneinander trennen. Das gehörte dazu. Und das meint wahrscheinlich immer, also sehr oft ist das mit körperlicher Bestrafung verbunden. Und dann kommen wir zum Buch der Sprüche. Was macht das Sprüchebuch? Da kommen diese Texte vor. Ich habe noch einen gelesen, wir haben noch mehr. Das Buch der Sprüche... Eine Frage, wie viele Routentexte gibt es im Buch der Sprüche? Vier oder fünf doch? Ich habe hier 1, 2, 3, 4. Also 13, 24, 22, 15, 23, 13 und 14, ja also 5 und dann 29, 15. Also vier Texte, die sagen körperliche, ja, Züchtigung. Genau, genau.
Und das Sprüchebuch nimmt ja Sprüche auf, zum Teil aus der Umwelt. Aber die damals verbreitet waren in der damaligen Kultur, also die Gattung der Weisheit, der Sprüche, ist nichts, was nur in der Bibel vorkam. Das haben wir im Umfeld auch noch, also in der damaligen Zeit. Bei den damaligen Völkern. Bei den damaligen Völkern. Was hier ganz anders ist, diese Weisheit, diese Sprüche werden ganz bewusst in den Kontext der Gottesfurcht gestellt. Jahwe, Israels Gott. Also das ist was ganz Besonderes. Und deshalb werden auch Weisheitssprüche, die im Umlauf waren, die wir auch an anderen Stellen finden, nicht einfach unreflektiert aufgenommen, sondern immer in den Kontext der Gottesfurcht gestellt. Und damit wird ein klarer Unterschied zwischen biblischer und außerbiblischer Weisheit dann auch gemacht. So viel mal dazu. Wie ich schon erwähnt, also diese fünf Texte, vier, fünf Texte, wie sollen wir die auslegen? Sprüche, müssen wir ganz klar sagen, das sind nicht in erster Linie imperative Texte. Ein imperativer Text ist ein Text, der sagt, tu dies und das. Also das sind keine Befehlstexte. Das sind keine Befehlstexte. Das sind Feststellungstexte. Genau. Es werden Lebenswirklichkeiten beobachtet. Festgestellt, was da ist. Sie sind im Indikativ geschrieben, in der Ist-Form. Sie machen Aussagen über das Leben, wie es ist. Und was Sinn macht und was nicht Sinn macht. So, das ist eine ganz fundamentale Unterscheidung. Sie beobachten Wahrheit und wir müssen unterscheiden zwischen Texten, wo dann steht, so spricht Jahwe, so spricht Gott, dann kommt etwas, ein Gebot. Oder Texten, wo dann gesagt wird, besser ist in einer Ecke auf dem Dach wohnen als eine streitsüchtige Frau im gleichen Haus. Zum Beispiel eine Aussage der Sprüche. Ja, das ist eine Feststellung, das ist kein Befehl Gottes. Genau, da steht nicht, du musst in einer Ecke auf dem Dach wohnen, wenn du eine streitsüchtige Frau hast. Jahwe befiehlt es. Genau. Das ist eben, das müssen wir klar unterscheiden. Das heißt, Sprüche lehren grundsätzlich Prinzipien, keine umfassende Gesetzgebung für alle möglichen Einzelfälle. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das einsickern lassen und dann auf diese spezifische Frage auch anwenden. Also allgemeine Prinzipien, nicht Regeln für jeden Einzelfall. Genau, und vor allen Dingen nicht Gesetze. Keine Befehle, sondern in erster Linie Beobachtung der Lebenswirklichkeit. Weisheit. Genau. Weisheit. Genau. Deshalb müssen wir dann immer fragen, was will der entsprechende Sprüchetext kommunizieren? Was sind die Prinzipien? Weil wir müssen ja auch ehrlich sein. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Bibelbuch, was so oft und so dicht poetische und metaphorische und symbolische Sprache verwendet, wo immer wieder Vergleiche gemacht werden. Und wir können diese Symbole, diese Bilder, die müssen wir entschlüsseln. Wir können sie nicht eins zu eins anwenden, weil wenn wir das machen, dann haben wir eine ganze Menge Fragen zu beantworten. In Sprüche 19,4 und 14, Vers 20 ist dann die Frage, ob Sprüche tatsächlich ein ungebremstes Streben nach Reichtum unterschreibt. Davon ist die Rede dort. Ja, es wird gesagt, nach Reichtum. Ja, so, da muss ich mich fragen, ist es eine christliche Tugend, dem Reichtum nachzulaufen und nachzustreben, als dein oberstes Ziel? Ich glaube nicht. So, und dann ist die Frage, was will damit kommuniziert werden? Oder könnten wir uns fragen, ob Sprüche 19,10 oder 30, Vers 21 die Sklaverei rechtfertigen? Ob wir vielleicht heute doch wieder Sklaven haben sollten? Weil Sprüche davon spricht. Genau. Und Sprüche 19, 25. Soll das tatsächlich ermuntern, einen offensichtlich erwachsenen Spötter zu schlagen? Also müsste ich jetzt, wenn jemand spottet, hingehen, auch wenn er erwachsen ist, und den mal so richtig verknüppern? Also wenn ich die Routentexte brauche als Befehl Gottes, um meine Kinder zu schlagen, müsste ich konsequenterweise nach Sprüche 19,25 auch einen erwachsenen Spötter schlagen gehen. Richtig. Wenn ich das als Gesetzestexte, als Aufforderungsbefehlstexte sehe, müsste ich das machen.
Oder noch ein letztes Beispiel, Sprüche 31,6. Sollten wir wirklich einem verzweifelten Menschen so viel Wein und Bier geben, bis er alles vergisst? So, ich glaube, da sind wir uns einig, das sollten wir vielleicht lieber sein lassen. Und das ist aber, da ist die Rede davon. Und dann frage ich mich, okay, wenn wir uns da so einig sind, wie gehen wir dann mit diesen Erziehungstexten um? Also wir würden, mit anderen Worten, du sagst, du hast jetzt einige Beispiele genannt. Das sind Beobachtungsweisheiten aus der damaligen Zeit, die wir heute nicht eins zu eins umsetzen würden. Richtig. Also wir würden keinen 25-jährigen Spötter in der Gemeinde schlagen gehen. Genau. Wir würden keinen, wenn er Sorgen hat, voll Wein gießen. Genau. So, und dann kommen wir zu den Texten, aus wo 13,24 eben ein Beispiel ist, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, wer ihn lieb hat, erzieht ihn bei Zeiten. Ohne Frage, und das möchte ich nochmal festhalten, es geht hier um körperliche Bestrafung. Also schlagen können wir nicht irgendwie umdeuten, dass es vielleicht irgendwie streicheln ist. Nein, das geht tatsächlich um körperliche Strafe. Als ein legitimes Erziehungsmittel. Nur die Frage ist, was ist die kommunikative Absicht von diesem Text? Was möchte er sagen? Und da sind folgende Überlegungen relevant. Zum Ersten, körperliche Bestrafung in den Rutestellen, also nenne ich die mal, also da, wo die von der Rute die Rede ist, ist zunächst die empirisch beobachtete, von der Kultur geprägte Lebenswirklichkeit des alten Vorderen Orients. Das machte man damals so. Das machte man damals so. Und es ist auch gar nichts anderes zu erwarten. Also alles andere würde sehr komisch sein. Das ist zunächst einmal. Also wir dürfen das dann, das müssen wir so darstellen und eine erste Beobachtung machen. Zweitens, körperliche Bestrafung von Kindern ist in den Sprüchen weder ausschließlich noch betontes Erziehungsmittel. Du hast schon erwähnt, es sind nur ein paar Texte. Es ist nicht das Einzige, es ist nicht das Ausschließliche und nicht einmal ein besonders betontes Erziehungsmittel. Also es ist ungefähr 30 Mal kommt der Begriff Unterweisung vor oder Züchtigung und da nur ganz, ganz wenige Stellen ist das mit körperlicher Bestrafung verbunden. Ja, Unterweisung. Ja, auch konsequent. Ja, auch bestrafen. Aber nicht körperlich. Also das ist nur in einigen wenigen Fällen, wo das betont wird. Das ist wieder eine Beobachtung. Ja, und wenn wir das dann mal weiter austreten, das Sprüchebuch hat 31 Kapitel, die sind alle argumentativ. Die sind ja an den Sohn gerichtet. Ja. Und die möchten unterweisen, also sozusagen die sprechen das Kind oder den Sohn vor allem im Verstand an und wollen ihn davon überzeugen, Jahwe zu fürchten, genau, seinen Geboten zu folgen und ein weises Leben zu führen. Genau. Und dann die Rute zum maßgeblichen Instrument der Erziehung umzuwandeln, ist nicht im Sinne der Sprüche. Es ist absolut nicht im Sinne der Sprüche. Du hast erst auch schon erwähnt, dass die Sprüche auch durch diese wenige Betonung im Gegensatz zur Umwelt stehen. Also in Israel war man überhaupt nur maximal auf 40 Schläge begrenzt, in Ausnahmefällen und bei Erwachsenen. Also es ist viel, viel weniger als im Umfeld. So, die Rute stellen, und das ist der dritte Punkt, stehen für konsequente Erziehung. Darum geht es. Das ist die kommunikative Absicht. Es geht um konsequente Erziehung. Es ist nicht nur körperliche Bestrafung und nicht in erster Linie körperliche Bestrafung. Was die Texte kommunizieren wollen, ist seid konsequent. Der Fokus in der Erziehung, in den Sprüchen insgesamt, liegt nicht auf der körperlichen Bestrafung, sondern auf der Erziehung im Allgemeinen, wie du eben schon erklärt hast. Außerhalb der Sprüche wird die körperliche Bestrafung von Kindern weder gefordert noch positiv bewertet. Es werden die Eltern jedoch aufgefordert, und das wird auch wiederholt betont, ihre Kinder streng zu erziehen, inklusive Strafen und konsequent. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. So, wenn wir dann zum Schluss kommen und uns die Frage stellen, dann muss ich heute sagen, dass das Sprüchebuch uns nicht auffordert, unsere Kinder körperlich zu züchtigen. Es geht, die kommunikative Absicht ist, die Kinder konsequent zu erziehen, in der Weisheit zu erziehen,
zu Gott hinzuerziehen. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Grundlagen. Es gibt viele Möglichkeiten, Kindern klare Grenzen aufzuzeigen. Es ist auch nicht immer einfach. Bei uns hat sich Taschengeldentzug manchmal bewährt. Okay, und bei uns funktioniert Videoverbot ganz gut. Okay. Man muss da nur kreativ werden. Die christliche Erziehung kann sich nicht nur auf die Strafe konzentrieren, noch viel weniger auf die körperliche Strafe. Grundlage muss immer die selbstlose, die vorbehaltlose Liebe sein, die von einer Anleitung zum Gehorsam und zur Selbstständigkeit begleitet wird. Es gilt, die Kinder zu erziehen durch das Vorbild in erster Linie, dann durch Belehrung, dann durch Ermutigung und zum Schluss mit Zurechtweisung und wenn nötig auch mit Strafe. Das Ziel der Strafe ist, dass das Kind bereit wird, der Belehrung entsprechend zu leben. Ja, danke Delmer. Liebe Leute, wir haben es gehört, die Ausführungen von Delmer Wiebe zu den sogenannten Rute-Texten, wie wir sie verstehen können auf dem Hintergrund des alten Vorderen Orients und der Bibel. Und ich hoffe, dass uns als Eltern das dient, unsere Kinder besser und ganzheitlicher zu erziehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.